Es war ganz viel Schaum, der am Mittwoch Teile eines Flusses in einer kleinen Stadt nahe der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá bedeckte. Nach Angaben der örtlichen Behörden stammte der Schaum von Reinigungsmittelabfällen, die in den Fluss geleitet wurden. Anwohner berichteten, dass der Schaum hier immer wieder auftauche. Seine Rückstände seien ätzend und gefährlich, sagt dieser Ladenbesitzer. Die Gesundheit, das ist das Problem. Dieser Schaum beeinträchtigt alles. Zum Beispiel fällt der Schaum auf die Türen und alles verrottet. Wie schlimm wäre es, wenn es zum Kontakt mit den Lebensmitteln kommt? Anwohner berichteten, dass sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert habe, seitdem der Schaum aufgetreten sei. Was die Behörden gegen die Umweltverschmutzung unternehmen wollen, war zunächst unklar. Ein Sprecher wurde mit den Worten zitiert, dass die Unternehmen aufgefordert worden seien, Reinigungsmittel nur sparsam zu verwenden.